und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dieses Lied. Heute geht es um Detroit. Detroit hat von uns starke 15,5 Punkte bekommen. Wenn ihr wissen wollt, warum, dann bleibt dran. Detroit ist ein Drama bzw. Thriller, was am 23. November in unsere Kinos kommt. Regisseurin war Catherine Bigelow und unter anderem haben mitgespielt John Boyega und Will Poulter. Detroit, 1967. Die schwarze Bevölkerung leidet bereits seit vielen Jahren unter Diskriminierung und sozialer Ungerechtigkeit. An einem hitzigen Sommertag eskaliert der Konflikt schließlich und Straßenschlachten brechen aus. Ganze 5 Tage halten die Unruhen an, bei denen Soldaten als Unterstützung der Sicherheitskräfte in die Stadt einrücken. Mitten in diesem unübersichtlichen Geschehen werden eines Abends Schüsse aus dem Überwing von schwarzen Bewohnern Algiers Motel gemeldet, das daraufhin von Polizei und Militär gestürmt wird. Ein Gast stirbt dabei und die folgenden Ermittlungen eskalieren schnell, als die Polizisten unter der Führung des Streifenkorps Phil Krause, gespielt von Will Poulter, beginnen, die Gäste in Verhören mit brutalen Mitteln unter Druck zu setzen. Der Wachmann Melvin Desmoogs, gespielt von John Boyega, muss dabei tatenlos zuschauen. Der Film dreht sich sozusagen um die Rassenunruhen, die 1967 in Detroit passiert sind. Gilt bis heute zu einer der schlimmsten Bürgeraufständen in der amerikanischen Geschichte, in der über 40 Menschen gestorben sind, über 1000 verletzt und über 7000 verhaftet. Also eine sehr, sehr schlimme Zeit, beziehungsweise begrenzt sich diese Zeit eigentlich auf 5 Tage im Juli 1967 und darum dreht sich der Film. Ja, wir haben hier also einmal das Thema Rassismus, das Thema Polizeigewalt und das Thema Ungerechtigkeit an vorderster Front. Wie fandest du den Film? Also ich fand den Film gut, der war sehr spannend, besonders der mittlere Teil hat mich in den Bann gezogen. Ich fand auch die schauspielerische Leistung von John Boyega und Will Poulter sehr, sehr gut, obwohl ich auch gar keinen schlecht reden will, weil eigentlich alle sehr ordentlich gespielt haben, aber da die beiden schon im Fokus waren, muss man sagen, dass die beiden über dem Durchschnitt gespielt haben. Für mich gehört Detroit definitiv zu einer der stärksten Filme in diesem Jahr, weil er ungefähr in dem, wie du schon gesagt hast, in der Mitte des Films hat er 90 Minuten, die unfassbar, unfassbar stark sind. Man hat gleichzeitig aber auch dieses ganz ekelhafte Gefühl im Bauch, wenn man so etwas wie Ungerechtigkeit sieht oder Rassismus sieht. Und das ist ein absolutes par excellence Beispiel für Selbstjustiz der Polizei in Amerika, für Rassismus, das, was immer noch eigentlich aktuell ist in Amerika, obwohl es von eine Situation 1967 darstellt, ist die Situation heutzutage eigentlich auch nicht viel anders. Und diese Situation in diesem Haus ist einfach ein krasser Kinomoment. Was ich zum Beispiel nicht gut fand, war die Herangehensweise an die Story, also die Herleitung bis zu dem Moment, wo dann die Sache in dem Haus passiert. Fand ich nicht gut, muss ich sagen. Ja, es wird halt sehr groß auf, also man versucht darzustellen, was dort passiert ist. Also dieser Bürgeraufstand wird sehr krass herangeführt und am Anfang die Protagonisten und die Handlung, die fängt erst sehr, sehr spät an. Hätte es nicht reingemusst, also das... Es hätte nicht reingemusst, aber es wollte einfach von außen anfangen und immer weiter in eine Situation reingehen. Das war ein bisschen schade. Ich glaube, eine andere Herangehensweise an den Film... Zum Beispiel hätte man alle Protagonisten, die in dem Haus dann waren, hätte man die Geschichte aus allen Seiten erzählt und wie sie halt in das Haus gelangt sind, hätte ich zum Beispiel klüger gefunden oder vielleicht auch interessanter gefunden, um an die Geschichte heranzugehen. Aber ist halt so gewesen. Trotzdem ist der Film sehr gut. Für mich, also ich gebe ihm Abzug eigentlich eher für das Ende, weil nach diesem spannenden Plot der Zuschauer eigentlich an so einen Punkt angekommen ist, wo ihm der Film sozusagen reicht. Also nicht, weil er, also einfach, weil er saugut war, sauspannend war und dann denkt man sich, okay, jetzt kann er zu Ende sein. Und dann beginnt erst sozusagen der dritte große Teil des Films, den man hätte wirklich echt kürzer machen können. Es hätte auch tatsächlich meiner Meinung nach gereicht, wenn man einfach eingeblendet hätte, also als Schrift, was danach passiert ist, welche Gerichtsurteile gefallen worden wären. Das hätte für mich die gleiche Wirkung gehabt. Dementsprechend ein sehr guter Film, der
leider mehr Punktzahl versäumt hat aufgrund seines seiner Längen. Ja, aufgrund seiner Längen. Aber trotzdem würde ich diesen Film jedem empfehlen. Leute, geht in Detroit rein. Und ich glaube, das ist auch so ein Film, den jetzt nicht viele auf dem Schirm haben. Aber wenn ihr euch einen Film angucken wollt und der euch irgendwie was mitgibt, weil ihr auch danach drüber nachdenken werdet und es wird euch auch beschäftigen. Und wenn ihr Bock habt auf so einen Film, dann geht in Detroit rein. So, das war's mit unserer Folge, mit unserer Review zu Detroit. Guckt euch diesen Film an und wenn euch unsere Review gefallen hat, dann lasst einen Daumen da und abonniert den Scheiß. Wir würden uns freuen. Wir sehen uns bei einer neuen Folge, wenn es wieder heißt, diese Sneak. Ich fand auch die schauspielerische. Ich muss das Ende gehen.